Mein lieber Scholli, mit so viel Gegenwehr habe ich ja echt nicht gerechnet. Wir müssen vorsichtig sein. Wirklich, ich dachte wirklich, die Drohnen hier, die Fahrbaren, wären so halbwegs harmlos. Aber die sind gut gepanzert. Die sind echt die Hölle, aber wir durften dieses Ding hier fast erledigt haben. Ja, explodiere, jawohl. Und reiß alle mit in den Tod. Wow, 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 wow. Wo kommt das denn her? Mensch. Da hinten, okay, da steht die Flak. Die Luftabwehr, naja, nicht die Luftabwehr. Ihr wisst schon, was ich meine. Diese großen fliegenden Granaten. Das gleiche Spiel geht wieder von vorne los. Aber ich komme hier nicht runter. Ich brauche nach wie vor den High Ground. Es geht los. Eine Sekunde bitte. So. Ich nehme dich als mein potenzielles Ziel. Aber ich sehe dich nicht so richtig, ne? Deswegen kann ich dich gerade nicht anwählen. Schade. Schade, schade, schade. Aber irgendwo müssen wir runter. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir sollen einfach gleich mal wieder zum normalen Tagesablauf wechseln. Also wäre nichts passiert. Oh! So, wer war das? Wer hat mich hier gerade so massiv angeschossen? Er war das, ne? Wie bitte? Ich hab dich nicht verstanden. Du hattest Blei im Gesicht. Können wir leider nicht rübergesprungen. Echt so schade. So schade. Runter, ne? Ja, wir müssen runter. Komm, es reicht jetzt. Genau rumgetingelt. Oh, wow, 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 wow. Noch nicht, noch nicht. Noch ein bisschen rumtingeln hier. Ganz, ganz kurz noch, bitte. Nur noch 5 Minuten, Mutti. Alles cool, alles cool. Vielleicht nicht immer nach jedem Schuss nachladen. Ist so eine alte Krankheit von mir, ne? Wenn man will, so eine kleine... So eine kleine, dysfunktionale Nachladestörung. Aber es ist weit verbreitet. Habe ich gehört, es ist weit verbreitet. Nimm alles mit, Mann. Alles, was du kriegen kannst. Wie wir es damals gelernt haben, vom glatzköpfigen Commander. Ich weiß nicht, wie er hieß. Nimm, was du kriegen kannst, hat er gesagt. Und zack, war er mit der Rothaarigen verschwunden. Kein Grund zur Sorge. Alles cool, Mann. Ich brauche nur die blaue. Oh, 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 oh! Das ist alles cool, Mann. Alles cool. Ihnen passiert nichts. Ich hab nur einen Kollegen von dir gerade erschossen. Alles ist cool, Mann. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir hiermit weiterhelfen. Das ist alles, ich schwör's. Vielen Dank. Das ist nett. So, Fertigungshalle Omega O2. Ach Mensch, hier gibt's eine O2-Arena. Das ist ja super. Bin sehr gespannt. Aber hat uns das eigentlich nicht der Wissenschaftler gesagt gehabt? Dass der Kram irgendwie in der O2-Halle liegt oder in der O2-Halle. Omega 2. Oder wie Insider sie genannt haben, Omme 2. Okay. Bisschen Kisten einsammeln. Ein Scharfschützengewehr. Vorsichtig. Remi-Demi, aber hier ist nichts drin, ne? Aber es sieht trotzdem sehr cool aus. So eine richtige Forschungsanstalt. Lasst mich alle in Ruhe, ja? Dann ist cool, dann haben wir keine Probleme. Echt nice von euch. Aufmachen, Kiste. Zack. Yay, yeah, ein neuer Hut. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Finde ich irgendwie immersiv. Da ist unser einzigartiger Loot. Aber bitte nicht stolpern hier. Und da hinten wäre dann auch sogar noch der Abschluss von dieser wunderbaren Nebenaufgabe. Aber noch nicht sofort. Erstmal holen wir uns schön den Loot ab. Hier gibt es nämlich jede Menge davon. Nein, endlich! Ein vernünftiger Griff. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Den werden wir dann anbringen in der nächsten Bastelsession. Zum Ende irgendeiner Folge. Hallo? Alles cool bei euch? Sehr schön. Wo ist die Kiste? Es sind gerade zu viele Symbole gerade auf der Minikarte. Ich sehe nicht durch. Gut, das fällt mir auch sonst manchmal schwer, aber... Über mir? Ist die Kiste über mir? Ja, tatsächlich. Da ist sie. Wahrscheinlich wieder
die versteckte Treppe in einer dunklen, mehr oder weniger dunklen Ecke. Kennen wir ja. Mittlerweile sind wir dran gewohnt. Wir haben uns an die... Oh! Oh oh, sie wissen, wo wir sind. Alles cool, alles cool. Alle zurück an ihre Arbeit. Nur weil hier einer rumballert, heißt das noch lange nicht, dass hier gratis Kaffeepausen gemacht werden. Zurück an ihre Arbeit. Hä? Ach, ganz auf dem Dach, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Noch eine Treppe hoch. Noch eine weitere dunkle Ecke ablaufend. Yay, Handschuhe. Kann man nie genug haben. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, Mensch. Da kann man schon froh sein, wenn man welche in der Tasche hat. Ein paar extra. In jedem Schubfach ein paar. Okay, können wir hier vielleicht hier irgendwie ein bisschen sicher runter oder muss ich wieder durchs Gebäude? Ah, naja, gut. Das werden wir schon überleben. Hä? Aua. Aber das heilt schon wieder. Da bin ich mir ganz sicher. Da sind schon andere Sachen an uns geheilt. Mhm, P90. Aber nicht irgendeine P90, sondern eine 2-P90. Und eine LMG T95. Ach, Herr Jemine. Ja, ich mag ja LMGs. Doch, doch. Aber noch nicht immer. Früher fand ich die so ein bisschen komisch, weil das Nachladen dauert sehr lange. Teilweise. Aber seit der Stoner, die ich in The Division 2 gefunden habe, ist meine Leidenschaft für LMGs entfacht. Aber gut. Was haben wir denn jetzt alles? Haben wir alles? Können wir weiter? Hier ist noch irgendwo ein Fertigkeitspunkt. Wo ist denn der? Der ist auch in der Kiste, ne? Wo versteckt sich der Fertigkeitspunkt? Oder muss ich da eventuell... Muss ich da eventuell... einen Typi hier anquatschen? Keine Ahnung. Muss ja irgendwo sein. Ach, da ist er! Da ist er! Wir haben ihn! Schön. Ja, wird eine Kiste sein. Ansonsten wäre ich echt schwer überrascht. Was der schon wieder zusammenstöhnt hier. Das zum Thema Special Force. Eieieiei. Was soll das hier nur werden mit Aurora? Na? Na, wie geht's? Wie wär's, wenn du mir erzählst, wo das nächste Biwak ist? Haben Sie eine Idee, wie ich an diesen Ort komme? Ich weiß, wo Sie finden, was Sie suchen. Das weiß ich zu schätzen. Wie sie gerade diesen Ausfallschritt gemacht hat. Ja. Aber erst nachdem sie uns gesagt hat, wo das Biwak ist. Und da ist er. Yay. Yeah. Ich glaube, wir haben 2 Fertigkeitspunkte mittlerweile. Wollen wir mal gucken. Ja, in der Tat. Schön. Schön, schön, schön. Das soll ich freischalten, ne? Raketenwerfer. Damit ich regelmäßig eben Raketen nachbauen kann. Vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Gerade im 3, 2, 1. Im intensiven Kampf gegen fahrbare Drohnen. Vielleicht machen wir das einfach mal. Ihr habt mir das sicherlich nicht umsonst geraten. Das wird schon wichtig sein. Aber was nehmen wir denn noch mit? Scale Credits? Nein. Waffenkammeraufwertung? Nein. Räumungsverkauf. Verbrauchsgüter sind 50% billiger. Ach, komm schon. Donnergrollen. Rüsten Sie diesen Vorteil aus? Was bringt denn das? Plus 20% Waffenschaden und plus 20% Schaden an Drohnen. Puh, ne? Damit, damit würden wir dann quasi auch die Wichtigkeit vom Raketenwerfer so ein bisschen umgehen und mehr Richtung unseres eigenes, unserer Spezialisierung gehen. Scharfschütze, genau. Aber wir haben keinen Slot mehr frei. Wir müssten das jedes Mal im Kampf gegen Drohnen müssen wir das einsetzen. Aber das macht sich, glaube ich, auch echt bemerkbar. 20%, das ist ein Fünftel. Ein Fünftel mehr Schaden. Ach komm, wir nehmen das jetzt einfach mal. Und dann ist cool.
Dann ist cool. Wir haben alles. Nice! Ab in die O2-Halle. Und dann auch noch das Sandgeräusch. Wo kommt denn bitte der ganze Sand her auf der Treppe? Wir hatten hier das letzte Mal gefegt. Das kann doch nicht sein. Habt ihr keine Putzfrau? Ihr seid hier so hoch stilisiert. Habt ihr keine Drohnen dafür, die bei euch rumfegen? Hallo! Hi. Blaupausen für Azrael-Drohne finden. Aufklärungsdaten zum Sammeln auswählen. Gehört, ihre Zugangskarte ist weg. Gott, schickt sie die Personalabteilung? Es tut mir wirklich leid. Keine Ahnung, wie Terry an meinen Ausweis gekommen ist oder warum sie so sauer auf mich und Michelle ist. Aber eine Verschwörung gab's zwischen Terry und mir nicht. Oder Michelle. Wir verstehen schon, dass es Regeln gibt. Ich werde am Morgen aber meinen Ausweis wieder haben. Und nur fürs Protokoll. Was auch immer Terry über mich oder Michelle sagt, ist totaler Schwachsinn. Und überhaupt, ist das nicht Erpressung? Hör zu, Hohlbirne. Sag mir, wo das Ding ist, oder du kannst dich ohne Schneidezähne durch den Dating-Dschungel schlagen. Terry hat ihn in der Cafeteria versteckt. Nice. Okay. Sprechen Sie mit, haben wir gemacht. Und nun in die Kantine. Wow, was für ein krasses Beziehungsdrama. Na gut, es ist kein Beziehungsdrama, es ist ein Dating-Drama. Aber so die Dating-Geschichten und so, das kann ja auch manchmal so hin und wieder so ein bisschen dramatisch werden. Mann, Mann, Mann. So. Wo soll denn das hier sein? Oben, ne? Oder ist das einer von euch, der hier die Karte hat? Ne, da oben. Dum, 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 dum. Aber hier gibt's noch Infos. Ach ne, das ist das, was wir suchen, ne? Cool. Wir haben irgendwas gerade freigeschaltet. Vielleicht sollten wir uns das mal kurz angucken. Info, Info, Info. Nachforschungen. Nee, das ist wieder was anderes. Aufsätze, nein. Wo haben wir gerade was freigeschaltet? Blaupausen für Azrael-Drohne finden. Ungelesene Aufklärungsdaten. Ah, da. Das ist Dodsons Computerzugangskarte. Sie ermöglicht den Zugang zum Terminal. Okay. Gut zu wissen. Dankeschön. Vielen Dank für die Info. Sonst noch wo war's? Hier bei Smuggler Coast. Ah, oh, da sind drei Sachen ungelesen. Nee, das haben wir hundertprozentig gelesen. Hundertprozentig. Das war der Drucker von Shelby. Warum auch immer er das jetzt nochmal als ungelesen angezeigt hat. Aber nun gut, wir können weitermachen. Zum Terminal, auf. Irgendwie sind unsere Fußspuren weg. Jetzt sind sie wieder da, schön. Ein kleiner soundtechnischer Bug. Ein bisschen strange, aber naja, hat sich ja wieder selbst weggebuggt. Wir haben es, sehr schön. M nachlesen. Ja, mache ich. Ah, Azrael Blaupausen. Das sind Blaupausen für die Azrael Drohne. Diese Drohnen können außerhalb der Siedlungen in allen Regionen gefunden werden. Schön. Und nun können wir weiter, richtig? Jetzt müssen wir die Komponenten holen. Ach ja, stimmt. Er wollte ja noch mehr. Der wollte ja die Kommunikationsmodule oder so haben. Aber wo sollen wir jetzt genau hingehen? Da stand gerade irgendwas, kann in jeder Region. Aber das war mal wieder so ein bisschen zu schnell. Hier ist keine weitere orangene Markierung. Die Azrael-Drohnen können in allen Regionen in der Wildnis angetroffen werden. Ah, ja, natürlich. Das sind diese großen. Diese riesigen Drohnen am Himmel. Die Drohnen, weswegen ich mich mal ganz gerne im Boden eingegraben habe. Ich hoffe mal, jetzt kommt gleich eine. Aber wie kriegen wir die vom Himmel? Na gut, mit unserer panzerbrechenden Munition. Sehr schön. Also können wir eigentlich quasi ein bisschen durch den Wald laufen.
Und dann drücken wir die Daumen, dass uns bald eine Azrael-Drohne über den Weg fliegt. Aber diesmal nicht eingraben. Nein, nein, nein. Ich habe irgendwie eine Markierung gesetzt. Kann das sein? Ja, hatte ich. Okay. Ja, aber wir brauchen jetzt auch nicht gezwungenermaßen eigentlich wild durch den Wald laufen. Früher oder später wird uns so eine Drohne schon über den Kopf hinwegfliegen. Aber eventuell hat diese Nebenaufgabe das Ganze getriggert. Oh, hinlegen, hinlegen, hinlegen! Oh, das war so gut von... mein Fehler. Mein Fehler. Alles cool. Wir machen direkt weiter. Kommt da einer? Ist das eine Drohne? Ist das das Hintergrundbrummen von so einer Drohne? Müsste gleich eine kommen. Bin ich mir ganz sicher. Außerdem gibt das uns die Möglichkeit, hier mal dieses sehr, sehr interessante Zwischenbiom ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Hier, Schnee und Grün. Matschschnee im Grün. Gefällt mir. Gibt's auch nicht so oft. Meistens ist es dann so ein krasser Übergang von Schnee zum Grün. Schon schick. Kann man nicht anders sagen. Azrael, wo bist du? Hieß Azrael nicht auch die Katze von Gargamel bei den Schlümpfen? Und wie ist dieser komische Junge? Genau, Rotznase, ne? Sehr gut. Geschichten meiner Kindheit. Oh, da ist noch eine Nebenmission. Oder, naja, noch eine triggerbare Mission. Sind die Gegner? Nee, ne? Alles cool. Oh, hier ist einer gestorben. Damn. Ruhe in Frieden, Wissenschaftler. Aber hier ist sonst keiner. Wir können ja einfach die Azrael-Drohne weiter angeheftet lassen. Hey, komm, ist gut jetzt. Es reicht. Oh, was? Wo ist denn einer? Das ist ein Heli. Alles klar, hinlegen. Hinlegen. Das ist nicht die... Ich drücke mal X zum Hinlegen. X zum Hinlegen. Aber ich bin hier doch gar nicht in Ark. In Ark Survival Evolved. Valguero, was ich auch gerade nebenbei spiele. Aber das nur am Rande. Was haben wir denn hier Schönes? Fokussieren, untersuchen. Nee, untersuchen. Neuer Einsatz. Waffen der Rache. Tja, was haben wir denn hier? Ein toter Zivilist. Vertrauliche Karte. Das ist die Karte des toten Wissenschaftlers. Sie zeigt die Umrisse verschiedener Testgebiete und Drohnenanlagen in Sperrgebiet 01. Die vertrauliche Karte, Teil eines Protokolls für die neue Software der Amon-Drohne. Belegt geheime Tests, die außerhalb des Sperrgebiets durchgeführt werden. Cool. Ist in Ordnung. Kann man mal machen. Lagen voller Blut und zwei Drohnen, die sich gegenseitig abgeschossen haben. Anheften. Ja, mach mal. Hefte mal an. Guten Tag. Das sollte ich mir genauer ansehen. Suchen Sie Dokumente in den Checkpoints in Sperrgebiet 01. Okay, kann man ja direkt im Prinzip angehen. Irgendwann wird uns schon eine Azrael-Drohne, wie gesagt, über den Kopf fliegen. Aber jetzt bräuchten wir eigentlich... Vorsichtig, Drohne. Wo ist die? Die ist böse, ne? Das ist doch keine Azrael-Drohne, oder? Ist das eine Azrael-Drohne? Nee, das ist so eine kleine, hässliche. Nee, das ist die nicht. Wir brauchen so eine große, dicke Drohne, die als Flugzeug auf der Minikarte angezeigt wird. Und, das war nicht so eine. Lasst uns mal lieber zum nächsten Biwak gehen, oder? Oh, was haben wir hier? Achso, das Sperrgebiet ist gleich um die Ecke. Naja, dann lieber dahin. Dann brauchen wir gar nicht zu einem Biwak. Dann brauchen wir uns kein Heli anfordern. Dann können wir einfach direkt weitermachen. Genau so. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Und dann betreten wir das Sperrgebiet, was wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, sehr, sehr gut bewacht sein wird. Aber naja, das werden wir sowieso erst erfahren.
in der nächsten Folge, meine werten Ödländer, denn das war's für heute. Mit Ghost Recon Breakpoint mir jetzt eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für euch. Wenn dem so ist, lasst mir einen militärischen Daumen nach oben da. Und wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann. Tschüss.